zusammengebaut 2019 und mit dabei unsere lieben Freunde aus dem fernen Bad Zwischenahn, an der schönen Stadt im Norden Deutschlands, Anja. Hallo. Und Redaktionsmitglied Jan Göbel. Moin Andres. Moin Matthias. Wenn meine Stimme weg ist, Jan kann übernehmen heute, moderativ. Das ist dein Quidditch-Turnier und es ist im Gegensatz zum letzten Jahr gewachsen. Und ich muss zunächst mal bei der Gattin anfangen. Wir hatten letztes Jahr ein Viertelfeld, diesmal haben wir ein halbes Feld. Und du weißt, ich bin ja ein Freund von vollständigen Feldern. Ja. Ich mag es sehr gerne und ich will gleich mit dieser Einfrage anfangen. Ist denn eine Fortsetzung geplant? Ich meine, grundsätzlich ist, wann ist fertig, ja immer die Definition des Erbauers. Nein, aber tatsächlich ist, Jan hat mich überredet, es ist tatsächlich eine Fortsetzung geplant. Aber bislang haben wir halt jetzt schon das Hälfte geschafft. Es ist ja manchmal auch so, dass sich im Jahr Dinge ereignen, die man so nicht eingeplant hat, die dann ein bisschen Zeit rauben. Aber so sind wir jetzt soweit. Aber der Plan ist tatsächlich, es voll zu machen, ja. Eine gute Nachricht. Und sag, was war dein Part? Ich weiß ja, du bist immer jemand, der macht genau das, wo wir AVOL sagen, oh, also diese Fleißaufgaben, man muss wieder ein Auge dafür haben, wie alles aussieht. Du machst an sich immer gerne die Dekoration. War das hier auch der Fall? Ja, das war tatsächlich auch der Fall. Die Deko war wieder mein Part. Ich habe in diesem Fall auch ein bisschen mitgeholfen bei den Tribünen, obwohl das ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, Kopierarbeit war. Aber eigentlich habe ich die Dekoration gemacht, ja. Ich finde das richtig schick und wenn ich mal wieder merke, ich komme nicht voran mit diesen Geschichten, kann man dich ausleihen? Das musst du Jan fragen. Okay, dann gehe ich mal einfach rüber. Nee, weil das machst du richtig schön und ich weiß, was das für eine geduldige Aufgabe ist und was man da wirklich mit Fleiß dabei sein muss. Und es fügt sich alles wunderbar, ist nicht überladen. Die Struktur als solches, die Tribünen, das war die Aufgabe von Baumeister Jan Göbel, sehe ich das richtig? Ja, die Tribünen, die Türme, das Feld und so, das habe ich gebaut. Für mich ist immer wichtig, dass das modular ist, dass ich das schnell ab- und aufbauen kann. Auch, dass ich dieses Quidditch-Turnier vielleicht mal nur im Viertel mitnehmen kann. Und das war so meine Aufgabe dann. Es sieht richtig klasse aus. Es hat gestern ein Kollege gesagt, ich will keinen Namen nennen. Du, was die Göbels machen, ist ja schön, aber warum nutzen sie nicht einfach Duplo-Steine? Habt ihr das mal wirklich überlegt für die Türme? Ja, der hat mich auch angesprochen, der Kollege. Und nein, haben wir nicht überlegt, weil die im Inneren noch verstrebt sind, damit die stabil sind. Und da machen Duplo-Steine keinen Sinn, also meiner Meinung nach. Ich wollte den Namen jetzt gar nicht quasi hinter Berg halten, ich habe einfach vergessen. Wer hat das gesagt? Namen? Boah, Luke Skywalker, ich weiß es nicht. Ja genau, ich glaube Luke war es, genau. Ansonsten, ich kenne ja das Spiel nicht. Also ich kenne auch die Serie nicht, aber ich weiß nicht, den Film nicht, die Bücher, jetzt sage ich schon, das ringe ich Kopf und Kragen hier. Anja, worum geht es? Also man sieht ja so einen Mannequin, einen Magier mit Zauberstab und der muss diesen Ball da in die Löcher werfen? Im Prinzip ja. Also es gibt verschiedene Bälle. Das eine ist der Quaffle. Den muss man durch die drei Torringe werfen. Dafür gibt es Punkte. Dann gibt es die Klatscher. Da kann das gegnerische Team versuchen mit so, ich hätte jetzt fast gesagt, so kleinen Baseballschlägern. Das sieht man auch bei dem einen mit dem roten Umhang, der davon fliegt. Damit können die Klatscher auf die gegnerische Mannschaft schießen, damit die getroffen und gegebenenfalls außer Gefecht gesetzt werden. Und dann gibt es den wichtigsten Ball, das ist der goldene Schnatz. Im Moment umschwirrt er da den grün-grauen Turm. Wer den fängt, beendet das Spiel und bekommt 150 Punkte und im Idealfall gewinnt er damit auch das Spiel. Also es klingt alles wirklich magisch. Ich finde das richtig klasse. Es hat deutlich hinzugewonnen seit dem Viertel letztes Jahr. Und ich glaube, wenn es ganz ist, dann lese ich mal Harry Potter. Na, das ist doch mal ein Ansporn. Dann sehen wir mal zu, dass wir das bis nächstes Jahr fertig kriegen. Ich freue mich drauf. Jan, du bist ja nicht nur zusammengebaut Redakteur, sondern auch Organisator, Vereinsvorsitzender der Bricks am Meer, unserer lieben Freunde, in Bad Zwischenahn, Oldenburg angesiedelt. Dann sag doch noch kurz, was ist denn für nächstes Jahr geplant, wo wir uns ja dann auch immer sehen. Also was geht im Norden im nächsten Jahr? Ja, nächstes Jahr in Bad Zwischenahn wieder die Bricks am Meer, dann die vierte Auflage. Am 18. und 19. April bei uns in der Wandelhalle und dann werden wir im September in Bremen noch etwas veranstalten. Am 1. September-Wochenende, was wir da machen, das verraten wir noch nicht, das werden wir dann zur gegebenen Zeit mal veröffentlichen. Das gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an. Und dann würde ich sagen, wir haben hier noch ein Wappen gesehen, dann die Eule und ein paar Sets, da vorne noch deine kleinen Dioramen. Also dem Thema Harry Potter bleibt ihr treu? Ja. Ja. Ich mag kurze Antworten. Und dir ist auch nicht langweilig. Du sagst Harry Potter, es geht weiter. Ja, das ist super, dass Lego endlich wieder eine Harry Potter-Welle hat. Und ich liebe die Sets. Ich glaube, ihr seht das auch bei den Reviews, die ich schreibe. Und wir werden Harry Potter auf alle für die nächsten Jahre noch treu bleiben. Die neue Welle kommt. Der liebe Jan wird alle Sets vorstellen. Und die liebe Anja wird dann wieder gegenlesen und gucken, ob er alles richtig gemacht hat. Ihr baut bitte weiter fleißig. Wir sehen uns im April im Bad Zwischenahn. Toll, dass ihr da seid. Anja
und der Jan. Gruppen. Ja, so muss man es mal machen. Vor der Kamera immer lächeln. Nein. Lieben Dank fürs Kommen. Wir machen gleich den Saal auf und dann werden hier etliche Kinderaugen staunen. Danke fürs Kommen, ihr beiden. Tschüss.